Wir haben uns für die Baukultur 21 entschieden, weil wir nach anderthalb Jahren in diesen schwierigen Situationen das Gefühl hatten, wir müssen etwas für die Handwerker tun und müssen denen mal wieder die Gelegenheit geben, eigentlich live Produkte zu erleben, sie anzufassen und mit uns zu diskutieren. Und bei all den Online-Aktivitäten, die wir gemacht haben, ist es doch schwierig, dieses Persönliche zu erreichen. Und deswegen ist das für uns die Gelegenheit, eigentlich mal wieder Kontakt aufzunehmen. Und wir freuen uns sehr darauf. Welche Produkte es bei der Baukultur 21 live zu erleben und vor allem zum Anfassen gibt, das erfahren Sie hier heute in unserer SNK-TV-Reportage. Und damit herzlich willkommen. Die Baukultur 21 ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Rehau, Bette, Stiebel, Eltron, Solawatt und Dalma. An vier Standorten präsentieren die Unternehmen zukunftssichere Lösungen rund ums Bauen und Wohnen. Stiebel Eltron zeigt auf der Baukultur 21 Lösungen in allen Kernkompetenzen des Unternehmens, also im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Wobei im Mittelpunkt natürlich die Lösung für die Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen steht, das heißt erneuerbare Energien, Wärmeerzeugung. Wir haben zwei sehr spannende Vorträge dabei. Einer behandelt den Altbau, also den Bestand und die Sanierung mit Wärmepumpen und einer den Neubau. Auch da zeigen wir die drei Lösungen für den Neubau, die unserer Meinung nach ausreichen, um 80-90% aller Anforderungen zu erschlagen. Ein weiteres Highlight hier auf der Baukultur sind natürlich unsere Lüftungslösungen. Nicht erst seit Corona, aber mit Corona immer mehr im Fokus. Saubere Luft. Luft ist fast ein Lebensmittel oder sollte als Lebensmittel gesehen werden. Und deswegen ist saubere Luft unglaublich wichtig. Und das ist tatsächlich nur hinzukriegen, wenn man lüftet, verbrauchte Luft, eventuell belastete Luft raus, frische Luft rein. Auch dafür haben wir hier unsere Lösungen natürlich dabei. Und wir freuen uns, wenn unsere Kunden uns am Stand oder im Haus der Innovation besuchen, hier auf der Baukultur 21. Ebenfalls auf der Baukultur 21 zu sehen sind Lösungen zur modernen Badgestaltung. Bette präsentiert hier die Duschfliese Bette R. Wir haben gesagt, bodeneben duschen, da reicht uns nicht. Wir wollen noch innovativer werden, noch einfacher werden und haben unserem Kunden jetzt die Möglichkeit geboten, bodengleich auf dem Estrich mit einem Minimum-Wandträger zu arbeiten und das Ganze in einem Plug-and-Play-Verfahren mit einer Installationsbox. Das heißt, es werden die Gewerkeschnittstellen werden sehr, sehr einfach gehalten. Es sind klare Schnittstellen für den Handwerker und für den Fliesenleger. Und die Dusche lässt sich, wie gesagt, bodeneben einarbeiten und flächenbündig verbauen. Ja, einfach und sicher mit diesen Schlagworten könnten auch die Produkte beschrieben werden, die Rehau auf ihrem Stand präsentiert. Das Unternehmen zeigt bei seinen Produkten rund um die Trinkwasser-, Abwasser- und Fußbodenheizungsinstallation einige Neuerungen. Ein Highlight dabei ist die Küchenarmatur Resource. Auf Knopfdruck liefert sie sprudelndes, gekühltes oder kochendes Wasser. Sicherheit lautet das Schlagwort für das Lieblingsprodukt von Andreas Gutermann. Er ist Vertriebsleiter für Deutschland bei Rehau. Der Rieger ist deswegen mein persönliches Lieblingsprodukt, weil ich ihn bei mir zu Hause auch montiere und er mir schon mehrmals gute Dienste erwiesen hat. Wenn Sie vorne in dem Markenpavillon die Lösung sehen, wo eine Waschmaschine steht und unten dann ein Wasserschaden zu sehen ist und der Sensor das erkannt hat, dann kann ich Ihnen sagen, dass genau der Fall bei mir vor zwei Wochen eingetreten ist und mein Regard genau das erkannt hat. Und ich habe natürlich hier eine große Sicherheit auch in meinem Trinkwassersystem, weil Wasserschäden, die werden zwar von jeder Versicherung übernommen, aber die Probleme, die natürlich da auf einen zukommen und die Schwierigkeiten sind natürlich enorm. Und wir bleiben beim Thema Sicherheit mit dem neuen Duschablauf Dal Drain von Dalma. Eine Dichtmanschette am Ablauf, die in die Verbundabdichtung mit eingearbeitet wird, soll verhindern, dass es erst gar nicht zu einer Undichtigkeit kommt. Was Dal Drain sonst noch zu bieten hat, das erfahren Sie jetzt. Wir haben ein neues Bodenablaufprogramm auf die Beine gestellt, was sich aus drei Bodenablaufgehäusen zusammensetzt. Wir haben einmal einen normativen Ablauf mit 50 mm Sperrwasserhöhe, mit Kugelgelenk, mit einer Estrichverankerung angebracht, sodass der Ablauf im Grunde genommen beim Einbau eine komplette Einheit mit dem Estrichelement bietet. Planes Gehäuse mit 55 mm Bauhöhe, auch hier mit der Estrichverankerung, mit der integrierten Estrichverankerung, mit einem DN40-Anschluss, der auch wieder beweglich ist. Und einem Element, was wir hier integriert haben, was insofern eine Besonderheit ist, das ist unser Estrich-Überdeckungselement oder Estrich-Verstärkungselement. Hier geht es darum, einfach nochmal diesen Anschlussbereich bei dünnen Estrichhöhen nochmal zu verstärken. Darüber hinaus gibt es natürlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Kernlochbohrung zu machen,
ein senkrechtes Ablaufgehäuse, mit dem ich dann durch die Decke gehen kann und damit auch nochmal sehr, sehr flache Aufbauten realisieren kann. Das System aus diesen drei Abläufen oder mit diesen drei Abläufen habe ich 16 Aufsätze, die damit kombinierbar sind, in beliebiger Reihenfolge. Und wir haben dort auch das Prinzip eigentlich, was wir bei Dalflex schon entwickelt haben, also verschiedene Kategorien, einmal Select, das sind immer Massivprodukte, das ist Edelstahl. Und wir haben die Pure-Reihe, die eher für Budget-sensitiv ist, also wenn es darum geht, im Budget tiefer zu gehen. Dann haben wir Kunststoffrahmen und Kunststoffroste mit Edelstahlblech gezogenen Rosten. Und bei der Select-Variante haben wir dann die massiven Roste und die Blechroste, aber mit einem Edelstahlrahmen. Und wenn man jetzt nochmal zum Beispiel auch in den Duschbereich denkt, haben wir noch die individualisierbaren. Das sind dann Aufsätze, wo Sie ein Stück Fliese quasi der umgebenden Duschtasse einsetzen können. Und damit eigentlich der Ablauf fast verschwindet. Man sieht eigentlich nur noch einen quadratischen Einlaufspalt und kann damit eine sehr reduzierte architektonische Lösung schaffen. Wie diese Lösungen der Unternehmen gemeinsam in einem Gebäude zum Einsatz kommen, zeigt das Haus der Innovationen. Vier Räume von der Küche über das Bad bis zum Haustechnikraum machen deutlich, was mit zukunftssicheren Lösungen heute schon möglich ist. Natürlich dürfen da auch die Themen Stromerzeugung, Stromspeicherung, eine intelligente Verteilung und die effiziente Nutzung nicht fehlen. Sonabad gibt es seit 1993 und wir sind bekannt für unsere Glas-Glas-Module, besonders langlebig, made in Germany, werden bei uns in Dresden produziert und die neuen Module können Sie sich hier auf unserer Messe, auf dem Messestand anschauen. Und die Tour ist noch nicht vorbei. Unter baukultur21.de finden Sie alle weiteren Stationen und Informationen zur Anmeldung. Nutzen Sie also die Gelegenheit, die Neuheiten live zu erleben. Uns können Sie morgen wieder erleben in Ihrem SAK TV Markt. Bis dahin, Ihnen alles Gute.